Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tomb Raider. So, wir sind hier stehen geblieben. Damit die Drecksäcke immer. Ich glaube, ich nehme besser eine Knarre. Puh. Das waren alle. Kann ich auswählen, okay. Cool. Dann nehmen wir die Typen aus hier. Muni ist voll davon. Hier ist ein Lager. Ich würde mir eigentlich ein bisschen umschauen erstmal. Egal, lagern wir erstmal hier. Fähigkeitspunkt. Gut. Aha, nett. Also immer wenn ich irgendwo bin, am besten hier ein Stück weiter vor. Bam. Okay, da unten sehen wir schon. Ein bisschen was. Kann ich meine Karte ein bisschen aktualisieren? Schick. Man kann so versteckte Sachen finden.
die ich so auf den ersten Blick nicht sehe. So, aber Barackensiedlung sagt mir was. War da nicht mit runterladbarem Inhalt etwas? Aber hier, wo ich bin, ist ein Schatz. Ding. Wo ist es? Wo bist du? Ich schätze mal hier. Das heißt. Wieder Karte aktualisiert. Das zeigt sogar durch das Teil an. Das ist cool. Schon wieder aktualisiert. Das ist sehr cool. Dann weiß ich genau. Okay. Sieht schick aus. Nett. Mal schauen, was die Karte schon aktualisiert hat. Da wird schon wieder mehr. Das ist gut. Wieder aktualisiert. Er zeigt mir sogar die Teile Ding jetzt an, also brauche ich keine Kartenteile mehr. Ich gehe in die falsche Richtung. Gewehrteil gefunden. Gut, ich muss eh in die. Nee, nicht in die Richtung. Die? In die Richtung. Gehe ich mal da hoch. Kann ich immer so machen und dann kann ich mich umschauen. Ob ich irgendwas leuchtendes sehe, wie das da hinten. Wieder ein Teil für Schrotflinte gefunden. Das ist einfach, glaube ich, Gewehr oder so. Mal umschauen. Scheinbar irgendwie unter mir. Da? Muss da sein, da oben drauf scheinbar. Wie komme ich da oben rauf? Vielleicht von. Rampenteil hier.
Ja, das sieht doch gut aus. Vier von, was? Vier von drei Teilen? Leute, was ist denn das für ein Gag? Vier von drei Teilen. Haha, der war gut. Bin ich jetzt blind? Leute? Fünf von der Richtung ist ein Teil. Hier irgendwo neben mir. Noch weiter hoch? Komme ich da hoch? Ah, da komme ich sogar hoch. Sowas. Das? Schalldämpfer? Ach, Alarm ist das okay. Ist aber immer noch nicht das, was ich suche. Geht's etwa noch höher? Nee. Eigentlich nicht. War da irgendwas? Bin ich jetzt blind, Leute? Es geht doch hier nicht höher. Nö. Doch ein Stockwerk tiefer. Doch ganz unten hier drinnen. Irgendwie komme ich hier rein. Ja, dann bin ich ja wieder bei den Abwasser direkt da. Als Jetzt sind wir hier rüber. Da ist ein Dokument. Oh Mann, was für eine Riesenschiss. So viel zum beschaulichen Ruhestand. Wenn ich Roth irgendwo auf dieser verdammten Insel finde, kriegt er.
sondern von diesen irren Hurensöhnen. Es wird sein wie früher, nur ohne Dickie Croft. Dickie Croft? Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam, die werden hier lebendig gefressen. Nett. Wege freimachen hier. In der Karte aktualisiert. So, ist das fein. Ah. So kann man sich auch ein paar Wege freimachen. Hat es hier gebracht, dass dieses hier aufschießt? Gar nichts. Doch. Oh Gott, das über... sehe ich hier auch noch, ey. 15, toll. Ich habe ja auch so viel... Ja gut, zum Glück habe ich ja dieses Aktualisierungsscheiß da. Dürfte es eigentlich gut zu finden sein. Hoffe ich doch mal. Dann wieder ein. Nummer 2. Die Richtung. Sagt die Karte. Gehen wir da noch mal lang. Der ist auf einmal her. Tja. Gut, dann werde ich nochmal die Ecke hinten durchforsten. Vielleicht finde ich ein Fass, wo ich was sprengen kann mit. Dass ich da rankomme dann. Halt. Ne, ich dachte, jetzt geglänzt. Hier, das seine Seite hat geglänzt. Das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Da! Oh Gott, ey. Das habe ich natürlich wieder nicht gesehen. Na gut, dann weiter in die Richtung, wo ich gerade schaue, also da lang.
Da müsste es sein. Yep. Blut. Mittlerweile sind wir über 100. Wir räumen den alten Palast frei und beginnen bald mit dem Bau einer Stadt am Fuße des Berges. Die Japaner haben hier vor Jahren ein Frachttransportsystem errichtet, das wir instand gesetzt haben. Matthias sagt, wir bauen zu Ehren der Sonnenkönigin, wie bei einem antiken ägyptischen Monument. Aber mir ist klar, was wirklich vorgeht. Matthias schindet Zeit. Das gewaltige Projekt soll alle nur beschäftigen. Trotz der Rituale, der Stürme und der Hinrichtungen werden sie sich irgendwann gegen ihn auflehnen. Und wenn das geschieht, bin ich bereit, das Kommando zu übernehmen. Genau. Du bist bereit. So, hier muss ein Geoteil sein. Unter mir. Wo glitzert's denn? Ich will nichts glitzern. Hier? Ja. Was haben wir hier? Schatz. Das könnte aus der Yuan-Dynastie sein. Schick. Vielleicht aus Kublai Khans verlorener Flotte. Oh, warte. Es ist eine Fälschung. Made in China. Ja, Made in China steht da. Hier sind ein paar Fässer. Schauen wir mal, ob wir einen Weg freispringen oder so ein Scheiß. Geheimes Grab in der Nähe. Ah. Typen immer herkommen. Hier. Und da ist noch eine Falle. Oder auch nicht. Das Schwein? Auch nicht schlecht. Seid ihr Schweinebauern? Was zum... Ah.
Aha, das kann ich rausreißen, scheinbar. Noch eine Opferung. Mein Gott, was treibt sie uns dazu? Dann mach mal auf. So Gesundheit, was ich brauchte. Gut. Flaschensammler, ja? Sammeln wir wahrscheinlich, bis Aldi rauskommt. Aldi Flaschenpfand. Okay. Interessant. Tja, da kann ich doch schön mal meinen Feuerpfeil gut ausprobieren. Hallo, ich habe doch Feuerpfeil ausgewählt. Muss ich verarschen? Luftzug. Oha. Quelle der Tränen. Optionales Grab. Ja, weil es hier so schön ist, machen wir hier einen kurzen Cut. Es ist schon wieder soweit. Also vielen Dank fürs Zuschauen, euer Shadow Mask.